Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS15 im Singleplayer auf der Westbridge Hills Map. Ja, wir haben in der letzten Folge, wenn mich nicht alles täuscht, ja, wir haben es, das Maisgebiss für den Drescher gekauft. Tada! Die Breite ist jetzt nicht sehr berauschend, aber für den Anfang genügt es. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, die Haltung hier unten. Die gefällt mir sehr, muss ich sagen. Ja, dann werde ich jetzt mal kurz die Zeit vorspulen lassen, dass wir hier das Feld 17 dreschen können. So, einmal vorlaufen lassen. Mal schauen, was. Einen Tag, mal gucken, ob das reicht. Es reicht nicht. Dann halt noch mal einen Tag. Gerste haben wir, Gerste. Ja, haben wir. Zeit anhalten. Falsch. Richtig perfekt. So haben wir dann eine besondere Nacht. Beim Bahnhof für Gerste. Mal 2,0. Perfekt. Nehmen wir eben mal unsere schönen Fortschrittanhänger. Anhängen und Abfahrt. Das Angebot müssen wir natürlich ausnutzen, mal 2,0 ist nicht schlecht. Ich hoffe, dass wir da dann doch noch mal einen ordentlichen Preis zusammen bekommen. Oh. Ja, perfekt. Und Anhänger Nummer 1 ist voll. Und hier auch nochmal Gerste. So, hier haben wir noch den Timer gestellt. Und beide Hänger voll. So. Jetzt wird es interessant. Packen wir es hier hoch. Ich hoffe es. Ohne Probleme, geht doch. Und zum Bahnhof ist ja auch nicht die mordsmäßig weite Strecke. Links, rechts ist frei, perfekt. So, und dann sind wir hier auch schon am Bahnhof. Jetzt bin ich gespannt. Die 200.000 werden wir aber ohne große Probleme erreichen. Mit Schwung. Nummer 1. Ach, das gibt Geld.
Nummer 1. Nummer 2. Das heißt, 43.000 eigentlich nicht als zwei schön vorn Anhänger. Dann können wir uns das neue Feld kaufen. Und ach, 42.500 €. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ach, nicht aufgepasst momentan. Dann werden wir gleich mal an den Traktor dies. Oh nein, wir werden gleich mal das Güllefass nehmen. Und dann Feld 19 kaufen und das gleich düngen. Auf Feld 20 werde ich dann nach der nächsten Ernte Gras drauf machen, dass wir nochmal ein weiteres Grasfeld haben. Und dann müssen wir, denke ich mal, so langsam. Ich bin noch am Überlegen, ob wir da nach dem Feld, ob wir nochmal ein Feld kaufen sollen. Vielleicht unten 1 bis 4, da 1. Feld 15 und so möchte ich jetzt mit der Treffgröße noch nicht kaufen. Da möchte ich dann zuerst in größere Maschinen investieren. Hier steht unser Schneidewerk, wo ein bisschen verrutscht ist. Dann werden wir noch kurz Futter mischen. Wo haben sie noch genug unsere Tierchen? Oh, zuerst werde ich allerdings spulen, bis das Feld reif ist. Da können wir hier parallel dann pressen dazu. Ich denke mal, es wird noch ein Tag sein, mehr nicht. Dann gibt es noch mehr Geld durch die Milch heute Nacht. Dann wachs mal mein Mais. Täusche ich mich oder wächst er gar nicht? Ach, jetzt. Puh, bin ich gerade leicht erschrocken. Alter, haben wir jetzt Geld. 329.000. Das gibt große Einkauf. Viele sagen sich vielleicht jetzt, dass das mit dem vorlaufen lassen mit der Zeit cheaten sei, das finde ich aber nicht so. Normal spule ich ja auch nur nachts, aber da wir sonst momentan keine Arbeit hätten. Komme ich jetzt nicht hoch. Ich selbst ernsthaft mit der Fremdfarm. Oh. Das Gewicht etwa zu weit unten, oder wie? Und das geht. Okay. Muss wohl ein LS-Pack sein. Zum Gras. Grasbahn haben wir jetzt ja auch nicht mehr viel. Wir haben noch 6. 24 Grasbahn ist auch nicht mehr die Welt. Da würde ich auch gern, sobald wir das Feld 20 damit Gras haben, noch Grasmähen gehen. Halt anlassen. Einmal drüber.
Nein, 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 nein. Jetzt. Zweimal Strom. Das Stroh brauchen wir uns so schnell nicht pressen, da haben wir ja noch einen Haufen. Post. Das war auch schon meine Überlegung, dass ich kann es gerade mal kurz im Shop zeigen, was auch früher oder später auf uns zukommen wird. Fototechnik, ach da. Dass wir uns hier einen von den dreien holen. Ich vermute mal, dass wir den hier nehmen. Was hat denn der, wo wir momentan haben, der hat? Der? Ach, hier ist er. Der hat 18.000 und der hier hätte 28.000. Das wäre meine Überlegung. Oder den Selbstfahren, aber der hat glaube ich auch nicht wirklich mehr. 18, 12, der hat sogar noch weniger. Also der Selbstfahren ist für uns schon mal gar nicht in Frage gekommen. km/h. 7 km/h. Geht noch was, geht noch was. Ach, hier können wir jetzt ja auch gleich sein noch. Stimmt das? Da war noch was. Ja, was der Frontlader hier gerade für Auswirkungen hat, weiß ich auch nicht. Guten Tag, meine Freunde, die Kühe. Einmal Gewicht von vorne weg und hinten ran. Das war zu weit. Ein bisschen war nicht da voll.
Mehr brauchen wir vermutlich auch gar nicht. Na gut. Nicht nur 1%, das kommt weg. Und dann fahren wir gerade nach hoch rüber zu Feld 19. Das Feld hat doch schon eine schöne Größe, schön lange gerade Bahn. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Hektar das sind. Und 2,93 Hektar. Und wir haben 241.000. Was wir mit denen anfangen, das ist jetzt die nächste Frage. Ob wir da runter gehen sollen oder was wird uns dann die BGA kosten? Ich glaube, die kostet irgendwas um die 200.000 für das Zeug. Das hatte ich schon sowas. Das wäre auch nochmal eine schöne Geld- und Gülle-Einnahme vor allem. Was? Ich habe das Problem, dass ich bei mir nicht mehr anzeigen kann, wie viel die BGA kostet. Beziehungsweise ich kann den Hilfetext nicht mehr einblenden. Keine Ahnung, woran das liegt. Geh nicht weg. Und vor allem mal vorne hin. Dann gibt es einmal Fressen für die Kühe. Dass die uns wieder mit Milch bescheren. Kann man kurz gucken, wie viel Gülle denn Talk power granted. Drin ist. Talk power revoked. Zeigt es mir hier auch an. Güllegrube 170.000. Ja, da können wir mal ein paar Fässchen rausfahren nachher. Ich will was von mir. So, ich denke mal, das mit dem Güllefarm werden wir dann nächstes Mal in Angriff nehmen. Oder was wir uns auch kaufen könnten. Aber ich glaube, wir kaufen uns das Feld da unten. Den hier haben wir ja gesagt. Wir gucken jetzt gerade mal auch gemeinsam, was das Feld da unten kostet. Ich hoffe, das kostet auch nicht zu viel. Das beste gekroberte Feld, wo es nur gibt. Liebe Grüße an den Helfer. Das sind wir immer am Rand ab. Talk power granted.
Ja, tut mir leid, dass ich gerade kurz raus bin. Aber ich... Buddy was moved out of your channel. Sammy versteht es nicht, dass wenn ich eine LS15 Singleplayer-Aufnahme mache, dass es dann auch Singleplayer ist. Wenn man extra in den Channel geht, Aufnahme für YouTube, da braucht man da nicht reinplatzen. Das regt mich immer wieder auf bei ihm. So, bevor das Kamera runter zufällt. Hier können wir eigentlich auch nehmen da hinten. Dann werden wir noch einige Felder einkaufen. Ja, das ist bis jetzt noch unser größter Traktor mit 240 PS. Aber ja nicht mehr lange, sag ich mal. Ja, das hat auch schon eine ordentliche Fläche, muss ich sagen. So, einmal die zu sagen, was du kostet, mein Feld. Wie viel haben wir denn? Ja, das kaufen wir auch noch. Hat 4 Hektar. Dann können wir gleich bei der nächsten Folge einige Fettgülle rausfahren. Feld 19 muss gekühlt werden und Feld 4, sprich ungefähr 6 Hektar zusammen. Was doch schon eine ordentliche Fläche ist. Wenn wir eben mal hier ab, denn das war es schon für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal, euer Lars. Ciao.